So Leute, hallo zu einem neuen Let's Play mit dem Robin. Hallo. Und mir, dem Niklas. Wir spielen die Kampagne von Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Da kann ich dich einladen, perfekt. Hast du mich schon eingeladen? Ja. Ich hab nichts bekommen, mach nochmal. Da mal nochmal. Ich hab dich jetzt bei Uplay. Ich kann auch versuchen, dich bei Steam einzuladen, aber nee, ich bin noch drin. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir starten. Wir starten die Kampagne als Veteran. Oder? Warte. Oh mein Gott. Ist das normal? Hey, was ist das denn für eine Spiel? Veteran ist normal. Achso, ja, dann ist ja gut. Das ist voll komisch, da stehen so ein paar Sachen, die ich noch nicht so ganz kapiert habe, weil ich so ein bisschen Multiplayer schon ausprobiert habe. Okay. Da steht dann einfach so trotzdem irgendwie LB und RB und so. Ja. Komisch. Ich hoffe, ihr könnt lesen. Ich glaube. Huch, da war doch gerade noch ein Typ, der hatte so ein Gewehr mit so einem Trommelmagazin dran oder so. Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ach, Mann. Ach, guck mal, die liegen da auf dem Boden. Okay. Ups. Alles klar, ich hab ein MG. Okay. Ich halte ihn unter Fahrt. Checke das hier. Bleib hier von mir. Lass uns auf.
Sieht aus wie Napalm, ne? Ja. Sieht echt so aus. Weil er es auch gar nicht so löschen kann oder so. Ne, haben wir nicht. Dem Volksglauben zufolge sind Geister, Manifestationen Verstorbener, die zurückkehren, um den Lebenden zu helfen oder sie zu bestrafen. Perfekt. Scheiße. Okay. Okay. Himmel Guardian, suchen Sie Gabriel Preis und bringen Sie ihn in Sicherheit. Taktische Karte. Okay, gehen wir weiter. Mhm. Sensorgranate. Ah, so setzt man die Dinger also ein. Bei mir steht ja nur LB und so. Ja. Ich nehme ja kein LMG mit. Ich hasse LMG. Echt? Ja. Oh nein. Ja, ich bin PDR. Mal gucken, ob ich das schon anpassen kann. Oh, ich freue mich ja schon aufs Scharfschützengewehr. Ja gut, dann nehme ich den LMG halt mit. Nehme ich aber die Goblin. Ach, die PDR mit. Dann. So viel können wir jetzt noch gar nicht ausrüsten. Nee, ich glaube, dass. Ich glaube, wir können noch gar nichts ausrüsten. Ich guck mal bei Visiere. Okay, oder nicht. Nee.
Also zu dem Let's Play ist jetzt zu sagen, dass das überhaupt nicht blind ist, weil wir schon die Kampagne irgendwie vor einem halben Jahr irgendwie durchgespielt haben. Ja. Also wird das jetzt ein bisschen unkomplizierter wahrscheinlich vonstatten gehen. Sind so später. Ja, obwohl zusammen haben wir es ja noch nicht gespielt. Die Kampagne ging gar nicht zusammen auf der Konsole, ne? Nee. Ging ja nur der Guerilla-Modus. Ja, da hatten wir aber auch Spaß bei. Ja, 30 Wellen oder so. Ja. Auf dem Flugplatz. Ja, schön war das. Ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen in einem Video. Irgendwie, ob wir nicht eine Facebook-Page machen sollen, irgendwie. Ja. Für Gamer Nation. Aber ich wusste jetzt noch nicht so genau, halt, ob sich das so lohnt und so. Ja. Wartet auf Spieler. Zucker. Vielleicht schnappe ich mir einfach irgendwann mal eine AK oder so. Ja. Wenn ich keinen Bock mehr auf die Jens habe. Ja. Oh, beim Jagd, das, wenn ich haken muss, zieh nach. Geräumt, ja, darf ich auch schalten? Ich weiß gar nicht, warte mal. Nein, der sagt doch, holt dir Pfeil. Sturmgewehr, Sturmgewehr, verlockend. Guck mal da, und links im Zelt. Und zwei Stück. Ja, hier sind ja auch welche, also. Ja, aber lass die mal zuerst erscheinen. Aber die sind hinter Deckung, ne? Ja, aber da kann man durchschießen. Okay, da war ja. Links. Egal. Ja. Alles klar. Kommt dann erst später mit dem. Ja, aber jetzt kann man auch schon Stealth durch. Ja, dann. Also lass mal versuchen, ey. Wir waren zu laut. Was? Nein. Oh, scheiße. Wir gehen ein bisschen weiter nach rechts. Bewegt
Oh, es tut mir aber leid. Schon Blut an. Na ne, hey, was ist das denn? Oh. Oh, ich hab einen getroffen. Halt, stopp! Halt, stopp! Habe ich denn jetzt eine Goblin mit? Konnte man eigentlich beim Rotpunktvisier, ne? Das ist irgendwie so eine Akkordvisier, wo noch ein Rotpunkt drauf ist. Konnte man da irgendwie wechseln? Warte. Scheiße, ging's? Na toll, jetzt hab ich auch schon. Ich will nicht mein MG nehmen. Wow, was ist denn jetzt los? Ich will nach links zielen. Ich wollte die ganze Zeit nach links zielen, ey. Ich finde das mit dem durch das Visier ziehen ist ein bisschen zu doof gemacht. Wieso? Dass man das Mausrad drücken muss. Könnte man eine andere Taste. Müsste man doch auch immer beim. Auf der Konsole musste man doch irgendwie so einen Stick drücken, oder nicht? Ja, den rechten, glaube ich. Aber wo ist meine? Wer ist da noch? Ach, die sind schon ganz woanders, ne? Ja. Oh, komm schon. Ich glaube, ich habe ihn jetzt. Ja. Alter Mann, geh mir aus den Augen. Geh mir aus den Augen, ne? Auf dein Zimmer. Ach, der Mann. So nicht. Das A-Team würde alles schaffen. Und das ganz ohne Waffen, ne? Oh Mist. Ich hab einen Zivilisten irgendwie. Ja, Robin. Du bist so brutal, ne?
Oh, das ist ein Gegner. Scheiße. Das war ja ein Gegner. Oh Gott. Ja, ich bin auch am Boden. Aber ich werde wieder überlebt. Das hört sich bitte. Ich bin auch am, schon wieder am Boden. Krass, Junge. Oh mein Gott. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Granate schmeiße. Ich auch nicht. Okay, Rommel, Diamantformation. Bist du noch? Ja. Ja, ich bin noch da. Ne, ich meine den Zivilisten hier. Ja. Der lag so tot am Boden. Aber der hat noch gelebt. In die Eier. Oh, oh. Richard, okay, Richard, du musst kurz G eindrücken. Okay. Echt, G geht bei mir. Ganz kurz. Bei mir geht das. Nö. Bei mir nicht. Okay, das ist komisch. Ah, ich muss erstmal Splittergranate auswählen. Muss ich irgendwie nicht. Schein. Komisch. Ja. Das ist schon sehr lange her, als ich das gespielt habe. Ja. Ich hab's ja noch nie auf PC gespielt. Also Goblin. Der hat auch keinen Schall davon. Echt? Ja. Boah, der PDR ist voll kacke. Ach, die nehme ich doch nicht mit, ey. Nehme ich lieber meine Goblin wieder. Ja, ich hab die jetzt einfach mal genommen. Wieso hat dein Goblin einen Schalldämpfer? Das ist nicht gemein. Da war doch einer mit Schalldämpfer. Nee, bei mir nicht. Stand da nicht rechts irgendwie mit Schalldämpfer? Bei mir war eigentlich PDR ein Schalldämpfer. Ja, nimm die doch einfach. Oh, Scheiße! Ich hab Splittergranate ausgewählt. Ah, okay, jetzt hab ich den so. Ich hab den die voll in den Kopf geworfen, ne? Willst du die so umlegen? Also auf Xbox habe ich mich vorbeigeschlichen. Ja, ich hab mich auch immer vorbeigeschlichen. Also einen habe ich ausgeschaltet, aber sonst habe ich. Ja, den habe ich schon. Ja. Warte, oh. Boah, sag mal. Den schalte ich aus. Scheiße, der ist in seiner Mauer. Moment. Warte. Warte.
Ey, das ist echt gemein. Wir haben ins Herz geschossen. Du bist so herzlos. Oh, was bin ich lustig. Deshalb schieße ich in das Herz anderer Leute. Ja, um den Verlust zu kompensieren. Irgendwie muss man das ja ausgleichen. Warte, stirbst du mal? Twisting ist beschädigt. Er fliegt, aber wir können den Vogel nicht daraus riskieren. Die neue LZ ist zu heiß. Zeit für den Notfallplan. Es geht wieder bergab. Wortwörtlich. Ich kann gut selbst laufen. Du kannst nichts, kannst du. Du musst den nehmen, oder? Ja, ja, ich hab den. Diamantformation. Voll nicht klar, ey. Irgendwas muss mich gerade unter dem Auto drehen. Seitlich. Wie bei den Türen, die man öffnet. Mhm. Los, Robin, ich schalte hier alle mit einer Pistole aus. Was machst du, ey? Boah, ich freu mich schon. Boah, voll kacke mit dem FMG, ey. Ich hab alle drei ausgeschaltet, ey. Glaub ich zumindest. Nein, jetzt hab ich mich zu fassen mal geschossen. Scheiß LMG. Boah. Oh, scheiße. Hey, Robin, vorwärts, ey. Ah, der rechts in mir. Ich kann nicht draufziehen. Warte nach. Boah, so episch. Robin, schieß drauf! Give him hell. Fuck you. Okay. Das war die erste Mission, würde ich sagen. Ich hab 0 von 100 Punkten. Ich irgendwie auch. Druckpunkte. Oh, 9 zivile Opfer, okay. Vielleicht weiß ich nicht so. Okay, ja. Gesamtpräzision 10,5. Oha. Egal. Note. Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder gemacht. Das war's mit der ersten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Ciao.